Sonnige Nachmittagsgrüße, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag des 8. Aprils. Wir haben leicht sich stabilisierende US-Märkte zunächst gesehen. Wir hatten hier auch zuvor im JFD Stream auf dem JFD Desktop die Prognose getätigt, dass der S&P ja grundsätzlich oberhalb von 2072 Punkten eine gute Ausgangsbasis hat, um das Level 2085 anzusteuern. Das geschah dann auch postwendend. Sie sehen hier den Stundenchart in der JFD 24-Stunden-Indikation von eben der Analyse vom frühen Nachmittag. Und jetzt schauen wir uns mal direkt das Live-Geschehen an. Und da wird auffällig, dass der S&P 500 zunächst das Level von 2085 Punkten hier sehr, sehr schön abarbeitete, sehr, sehr schön erreichte, aber dann hier in der laufenden Handelsstunde einfach nur eine klägliche Vorstellung darbietet. Der komplette Erholungsimpuls des Auftakts wird abverkauft und es deutet sich an, als würden wir jetzt hier auf die Unterstützung dieses Intraday-Stundencharts Richtung 2072 Punkte zulaufen. Das zunächst zur Auswertung der entsprechenden Tendenz. Schauen wir uns jetzt mal hier den S&P 500 in der generellen Beschau an, die wir uns hier immer am Nachmittag widmen. Auch hier den Trendkanal kann ich noch mal kurz reinnehmen mit im Sinne dessen, dass wir hier die Möglichkeit haben einer Stabilisierung, die den Index dann durchaus wieder nach oben führen könnte, Schrägstrich sollte. Die Marktteilnehmer sollten in jedem Falle Mut schöpfen und den Index hier wieder nach oben tragen, da der, wenn sich der jetzige Ausverkauf hier als signifikant herausstellen würde, sich der Index dann sicherlich einer stärkeren Verkaufsbewegung gegenüber sieht. Denn wir haben hier, und da will ich ein Stück weit rausscrollen und nehmen wir mal hier die Pfeile von damals. Aber jetzt habe ich ein bisschen falsch erwischt. Schwupp, nochmal wieder gerade justieren das gute Stück. Weg damit, nehmen wir 9. So, Murphy's Law, wenn es nicht will, will es nicht. So, jetzt Pfeil genommen. Wir haben hier in dieser Zone hier definitiv einen starken Widerstandsbereich, der sich eben hier mit der aktuellen Bewegung, mit der aktuellen Umkernbewegung bestätigt fühlte. Wir haben heute Abend das Protokoll der amerikanischen Notenbank auf der Agenda. 20 Uhr geht's los. Hier sehen wir es, Protokoll der Notenbank-Sitzung, 20 Uhr europäischer Zeit. Da darf man mal gespannt sein, ob da nochmal Impulse kommen. Grundsätzlich spielen die Märkte hier eine Verschiebung der Zinsanhebungsfantasie seitens der Notenbank. Insofern ja, die Euphorie dahingehend, dass hier es noch zu keiner Eindämmung kommt, was kurzfristig sicherlich zu einem Schnupfen führen dürfte am US-amerikanischen Markt. Also wenn hier die Leitzinsen tatsächlich angehoben werden sollten, die Prognose ja jetzt in Richtung September, dann könnte sich das hier durchaus negativ auswirken. Die Märkte haben aber, wie gesagt, dieses Szenario jetzt erstmal vom Tisch gefegt und es scheint so, als wollte der Markt hier erstmal weiter nach oben gehen. So schien es. Wir haben aber jetzt hier definitiv bei 2085 Punkten das bestätigte Level und jetzt hier eben den Deckel drauf. Tatsache ist, wie eben auch schon in dem MetaTrader 4 Chart gesehen, die Chancen stehen relativ gut, dass der Markt sich hier stabilisieren kann, zumindest hier eine Stabilisierung erfährt im Bereich von 2072. Das sollte der Markt in jedem Fall nach oben drehen. Wenn er es nämlich nicht tut und hier durchbricht unterhalb von 2070 Punkten, wären hier neue Ziele auf der Südseite zu lokalisieren, die dann eben entsprechend Richtung 2065 und wahrscheinlich auch noch ein Stück tiefer führen könnten. Das muss man definitiv auf der Pfanne haben. 2050 dann auch ein möglicher Bereich, den die Märkte dann hier ansteuern wollen, wenn es denn hier nicht zu einer Stabilisierung kommt. Nach dem Auftakt jetzt oder nach dem vorherigen Auftakt und dem jetzigen Ausverkauf vielmehr, muss man jetzt wirklich mal abwarten, ob die Märkte hier noch die Kraft eben jetzt schöpfen, noch großartige Impulse zu erzeugen oder ob sie jetzt mehr oder weniger seitwärts plätschern bis zum heutigen Abendtermin um 20 Uhr. Das ist aber ein bisschen bedauerlich, wenn hier die ja, Voraktivitäten sich komplett umkehren. Schöner wäre es gewesen, wenn der Index hätte sich versucht, hier um 2085 zu etablieren, zu stabilisieren. Aber man ist ja hier bekanntermaßen nicht im Wunschkonzert. Grundsätzlich bleibt aber oberhalb von 2072 Punkten die Lage bullisch. Der einstige Support ist jetzt hier vom Tisch gefegt. Wir werden das ein Stück weit anpassen. Machen hier knapp über 2070 Punkten den Support. Und man muss davon ausgehen, dass wenn der Index hier Halt macht, vielleicht diese Trendlinie testet 2072, dass es hier nochmal eine Attacke nach oben geben dürfte. Also das wäre zumindest jetzt hier weiterhin das präferierte Szenario. Kommt es dabei sogar zu einem signifikanten Ausbruch, dann könnten wir innerhalb des Stundenkanals, innerhalb des Aufwärtstrendkanals auf Stundenbasis durchaus auch eine weitere Performance auf der Oberseite sehen. Hingegen eben, und das ist hier ganz klar Plan B, wenn 2070 und tiefer kommt, wenn wir da hier so eine schwarze Kerze sehen, dann könnte es auch für den morgigen Handel dann durchaus nochmal in Richtung 2050 Punkte hinabgehen. Das muss man ganz klar einkalkulieren für den Fall, dass die Märkte jetzt hier eben
gewisse Signale, die jetzt eigentlich positiver Natur vorherrschen, eben dann nicht umgesetzt bekommen und es hier Tiefs gibt. Das präferierte Szenario bleibt aber auch im Sinne der Saisonalität ein Anstieg auf der Oberseite und daran sollte sich eigentlich auch nichts ändern, es sei denn eben, es gibt heute größeres Störfeuer seitens der Fed. Schauen wir uns den Tagesschart zum S&P 500 an dieser Stelle nochmal an. Hier auch schon die Idee, dass wir eben kurzfristig sogar nach der starken Kerze hier vom Montag eigentlich weiter aufdrehen können. Nein, wir hatten gestern eine leichte Konsolidierung gesehen. Eine direkte Aufwärtsbewegung gab es also nicht. Das Risiko, hier in Richtung 2050, 2040 Punkte zurückzugehen, besteht zweifelsfrei. Hatten wir im Stundenchart ja auch aktuell sozusagen skizziert, ist aber nur Plan B. Ich bleibe eigentlich weiterhin dabei, dass ich hier viel mehr alsbald einen neuen Schub sehe, der dann hier Richtung, also oberhalb von 2085 Punkten Richtung 2100 Punkte führen sollte. Der S&P 500 ist für mich hier weiterhin eigentlich in einem sehr, sehr positiven Fahrwasser. Klar bullisch, wenn wir hier die 2100 nach oben auflösen. Das muss ich allerdings erst noch mal zeigen, ob der Index die Kraft besitzt, das eben zu vollziehen. Rein saisonal haben wir im April, wie gesagt, den bekannten Rückenwind. Sollte also eigentlich reichen, dass der Markt sich hier nach oben schraubt. Sollte es aber, wie gesagt, gar keine Garantie. Viel wichtiger ist es eben, ob der Index das tatsächlich schafft. Wir werden es sehen. Heute Abend, 20.30 Uhr, gibt es auch noch das JFD-Abendwebinar. Dann werden wir hier mal eine Auswertung treffen, was die Fed dann hier vollzogen hat, beziehungsweise welche Impulse es abzuleisten geht und ob der Index hier zum Beispiel eben den Weg nach oben fortgesetzt hat oder letztlich dann doch hier mit einer Enttäuschung aufwartet und ein Stück weit zurücksetzt. Auf Tagesbasis ganz wichtig, das Level 2045 Punkte, 2040, darunter darf der Index auf keinen Fall fallen. Wenn er es tut, dann haben wir hier sicherlich sehr, sehr bärische Signale, die dann nochmals deutlicher zurückführen dürften. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den kurzen oder für die kurze US-Beschau des S&P 500 Index. Ich sage an dieser Stelle erstmal noch einen schönen Nachmittag. Wenn Sie mögen, wie gesagt, heute Abend das Webinar 20.30 Uhr kostenfrei. Einfach anmelden, unverbindlich und dann sind Sie auch rechtzeitig am Schirm und dann können wir uns hier gemeinsam den Werten zuwidmen. Ich sage erstmal danke, bis später, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.